Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor allem Herr Präsident, Sie haben das Thema dieses Tagesordnungspunktes richtig vorgelesen. Das heißt nicht private Seenotrettung, sondern richtet sich gegen Schlepper und Schleuser. Eduard Zimmermann, der ein oder andere wird ihn noch kennen, hat die Fernsehreihen XY ungelöst und Vorsicht Falle kreiert und davor Neppern, Schleppern und Bauernfängern gewarnt, meine Damen und Herren. Das tun wir von der AfD im Hinblick auf Sie von den Altparteien auch, und zwar nahezu täglich und zu Recht. Aber nicht nur, dass sie selber welche sind, sondern sie unterstützen auch noch Schlepper und Schleuser im Mittelmeer. So etwas gibt es nur in Deutschland, so etwas gibt es nur von Ihnen, den Altparteien, und so etwas muss eigentlich sofort beendet und gestoppt werden. Vor einigen Tagen, am 13. Oktober ist ein Schiff namens CI4 aufgebrochen, um noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. Es ist das erste Mal, dass der Steuerzahler ganz offiziell Schleuseraktivitäten und Schleuser- und Menschenhandelbanden im Mittelmeer finanziell unterstützt, verbrämt und verschleiernd private Seenotrettung genannt. Ein dubioses Geflecht aus kriminellen Vereinigungen in Deutschland, staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, Kirchenvereinen und sogenannten Rettungsschiffen soll in den kommenden 4 Jahren 8 Millionen Euro erhalten, die die Bundesregierung aus Grünen, Gelben und Roten locker gemacht hat. Mittendrin in diesem Geflecht, mittendrin ein Verein mit dem Namen United for Rescue, dessen Gründer und Vorstand ein Herr Thies Gundlach ist. Und der ist wiederum zufällig Lebensgefährte der grünen Vizepräsidentin Göring-Eckardt. Meine Damen und Herren, das stinkt. Das stinkt gewaltig und ist ein weiterer Paradefall dafür, wie grüner Filz in Deutschland funktioniert. Wir denken da an Habeck und Greichen und denken da nicht nur dran, sondern ziehen da durchaus Parallelen. Ein weiteres Beispiel übrigens dafür, dass sich die Grünen und die anderen Altparteien den Staat zur Beute gemacht haben und diese Beute hemmungslos untereinander aufteilen, meine Damen und Herren. Dass deutsche Steuermittel genutzt werden, um Schleuser und Menschenhändler im Mittelmeer zu finanzieren und das gefährliche, millionenschwere Geschäft damit weiter anheizen, ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen. Dabei steht für uns von der AfD völlig außer Frage, dass natürlich Menschen, die in Seenot geraten, gerettet werden müssen. Sie glauben es nicht, aber so ist es tatsächlich. Richtige Seenotrettung bedeutet aber, schiffbrüchige und in akuter Seenot befindliche Menschen zu retten und in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Es bedeutet nicht, Menschen über hunderte von Kilometern über das Mittelmeer zu schippern, nachdem man vorher einen Treffpunkt ausgemacht hat, wo die völlig überladenen und vorsätzlich in Seenot gebrachten sogenannten Rettungsboote von den Rettungsschiffen übernommen werden. Das ist ein Missbrauch der Seenotrettung. Das hat mit Seenotrettung überhaupt nichts zu tun. Wir können nachweisen, dass es Funkabsprachen gibt, dass man sich vor der nordafrikanischen Küste trifft und dann die Flüchtlinge umgeladen werden. Die werden dann nach Italien geschafft, rechtswidrig meistens auch, und von da aus sind sie ganz schnell in Deutschland und werden Bestandteil der milliardenschweren Asylindustrie in Deutschland, die eigentlich in weiten Teilen aus unserer Sicht nichts weiteres ist als organisierte Kriminalität auf dem Lasten der Steuerzahler, der hunderte Milliarden Kosten durch diese Migration in Deutschland verkraften muss und dessen Gesellschaft Sie von den Altparteien alle zerstören. Für uns steht fest von der Alternative für Deutschland, das kriminelle Schleusergeschäft muss trockengelegt werden, und deutsche Staatsanwälte müssen sich mal mit den Aktivisten, mit den Aktionen, mit den Akteuren dieser sogenannten NGOs in Deutschland beschäftigen und mal ermitteln, ob wir da nicht Straftatbestände haben, wie Beihilfe zum Menschenhandel beispielsweise. Da müssen deutsche Staatsanwälte mal ran ermutigt werden, sich das Ganze unter dem Siegel des deutschen Strafrechts einmal anzuschauen. Meine Damen und Herren, wenn Sie das Mittelmeer nicht weiter zum Massengrab für Menschen machen wollen, folgen Sie unserem Antrag. Wir stoppen die Migration über das Mittelmeer, retten damit viele Menschen und auch die deutsche Gesellschaft. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Hakan Demir, SPD-Fraktion.